So, hallo, wir sind wieder in meiner Kochschule im ersten Bio-Berggasthof in Sachsen in der Beckenbergbaude in Eibau. Und ich möchte Ihnen heute mal die Teichelmauke zeigen. Das ist ja so das Nationalgericht der Oberlausitz. Wir machen die Keller ein bisschen heiß und durch das Fett hier außenrum können wir hier so einen richtig schönen Teich bauen. Ja, also Teichel kommt von dem deutschen Wort Teich. Wie sieht das für jeden Teich gehört, hat ja natürlich der Teich Flüssigkeit und die geben wir hier rein. Dann kann natürlich jeder Teich mal reisen, so wie man das hier sieht. Und dann bildet sich natürlich hier ringsherum auch ein bisschen Wasser. Das ist so quasi unser Ufer. So, und pst, der ein oder andere Oberlausitzer isst seine Teichelmauke mit Sauerkraut. Das ist auch mega lecker. Ja, das ist so der kleine Oberlausitzer Geheimtipp, ne? Das mit Kraut, müsst ihr mal aufpassen, wer das mit Kraut isst. Ich freue mich auf Sie, ganz einfach. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de